Bevor wir anfangen, noch zwei kleine Informationen. Erstens, alle Beispiele, die wir euch hier präsentieren mit dem Google Colab Book, könnt ihr live mitverfolgen. Ich habe das Google Colab Book hier unten verlinkt in den Shownotes. Einfach draufklicken und dann könnt ihr, wenn ihr ein Google-Konto habt, auch alle Beispiele live ausführen und mitverfolgen. Der zweite Disclaimer ist, natürlich benutzen wir keine Patientendaten, um diese Analysen durchzuführen. Also wir benutzen sie schon, aber sie sind schon sehr lange publiziert. Deswegen können wir sie auch auf irgendeinen Google-Server hochladen. Wenn ihr echte Patientendaten habt, die ihr analysieren wollt, bitte ladet die nicht in die Google Cloud oder Google Drive hoch, sondern installiert euch einfach Jupyter Notebook, das das gleiche ist wie das Google Colab Book, lokal und analysiert dort eure Daten. Action. Das geht mir so auf den Keks, aber ich muss jetzt machen. Ich muss erstmal die andere Auswertung. So. Hallo, ich bin's. Ich wollte mal fragen, ob die Auswertung schon fertig ist für den Kongress in 3 Tagen. Müssen wir einreichen. Wie? Noch nichts gemacht. So, okay, aber die Daten haben sie doch schon länger. Wie keine Lust mehr. Wie surfen gehen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, aber okay, wiederhören. Oh Mann, echt. Die Leute heutzutage, echt. Was mache ich denn jetzt? Ich rufe Max an. Das ist das Einzige, was mir helfen kann. Doch. Hallo? Hallo Max, du, ich habe ein Problem. Ich habe so einen komischen Doktoranden. Ich habe den irgendwie einmal gebeten, dass er mein Auto waschen geht und jetzt hat er keinen Bock mehr, bei mir Doktorarbeit zu machen. Ja, der hat irgendwie, hätte eine Auswertung machen sollen. Mein Chef hat gesagt, mir gestern gesagt, ich muss in 3 Tagen das für den Kongress einreichen. Und das hätte er eigentlich die Grundauswertung machen sollen. Hat aber nicht gemacht, weil er keine Lust hatte. Und er sagt, er will woanders Doktorarbeit machen, wo er mehr geschätzt wird. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Also mein Chef wollte unbedingt auch so eine Spezialauswertung haben. Die wollte ich auch sogar selber machen. Die habe ich dann in Excel schon gemacht. Das ist so eine Korrelationsmatrix oder so ähnlich. Und dann habe ich das alles die Korrelation ausgerechnet zwischen den ganzen Punkten, habe die in Excel eingetragen, habe dann die entsprechenden Zellen gefärbt, dass das irgendwie cool aussieht. Das ist aber eine Riesenarbeit und ich schaffe jetzt bei der Riesenarbeit jetzt nicht mehr noch diese ganze Grundauswertung zu machen, die der Doktorand machen sollte. Kann man das nicht irgendwie so mit Computer Magic irgendwie schneller machen? Also, schauen wir uns doch erstmal deine Excel-Tabelle an. Vielleicht kannst du deinen Screen sharen. Das kann ich machen. Ich schicke es dir gerade rüber. Okay, wunderbar. Das sieht ja nach was aus. Also, erklär mir mal Da kurz, riesig viel Arbeit. was man da sehen kann. Ich sehe hier rote Also, Balken. da. Ja, genau. Also, die roten Balken sind alle die, die Krebs haben, und die weißen Balken sind die, die keinen Krebs haben. Sind wir quasi alles von Hand durchgegangen und haben das quasi extra so eingetragen, damit man es dann gleich besser erkennen kann, wenn man die Zahlen dann rausschreibt für SPSS. Wow, okay. Also, Fabian, ich glaube, wir können dir helfen. Und ich glaube, wir brauchen auch nicht länger wie 10 Minuten. Aber das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen Excel loswerden. Und das ist eigentlich sehr einfach. Am besten gehst du mal auf File, oben links, ja, hier, genau. Klickt auf File und dann kann man hier, Moment, ich glaube, Save As machen. Genau. Und dann hast du Als jetzt PDF? hier Brustkrebs und jetzt haben wir hier XLS. XLS ist ganz schlecht für unsere Auswertung. Was wir jetzt eigentlich brauchen, ist ein offenes Format. Und dafür nehmen wir hier dieses CSV-Datei. Das ist da, du warst gerade schon drauf, Punkt CSV. Genau. Da klickst du jetzt drauf. Und dann, genau. Einfach auf Save klicken. So, Save und fertig. Jetzt beschwert sich Excel, aber das kannst du ignorieren. Und jetzt würde ich vorschlagen, schickst du mir einfach dieses CSV-File und dann machen wir weiter. Hallo Fabian, also vielen Dank, Hi. dass du mir dein CSV-Datei geschickt hast.
Und ich glaube, ich kann dir damit auch gut helfen. Das, was ich jetzt schon vorbereitet habe, ist, ich habe von meinem Google-Konto, Mail-Konto jetzt diese CSV-Datei in meinem Google Drive-Ordner gespeichert. Und die Auswertung werden wir jetzt nämlich mit was richtig Fancyem durchführen, und zwar einem Jupyter-Notebook. Und das Tolle ist, dass es Jupyter-Notebooks auch von Google gibt. Das heißt, wir müssen überhaupt nichts installieren. Wir können hier einfach direkt loslegen. Sonst müssten wir Jupyter lokal installieren, was auch kein Problem ist, aber es ist ein bisschen aufwendiger. Also, und da wir keine echten Patientendaten benutzen, sollte es auch überhaupt kein Problem sein. Ich habe jetzt hier schon was vorbereitet. Ich share jetzt gerade wieder mein Screen. Genau, so sieht dieses Google Colab Book aus. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Das Erste, was wir machen, ist, dass wir jetzt unseren Google Drive mit diesem Colab Book verbinden. Genau, richtig. Und jetzt können wir den Play-Button drücken. Jetzt müssen wir uns auch noch authentifizieren. Dafür müssen wir diesen Link klicken. Kopieren. Drüben reinpasten. So, Enter. Genau, jetzt geht es ein bisschen. Aber jetzt haben wir unseren Google Drive mit diesem Colab Book verbunden. Als nächstes laden wir jetzt die CSV-Datei, die ich da vorsorglich in einem Ordner schon gespeichert habe, indem wir jetzt einfach diesen CSV-Datei in einen sogenannten Data Frame laden. Dafür müssen wir aber zuerst auch noch ein paar Libraries importieren. Die habe ich hier schon reinkopiert. Zum Beispiel Pandas, das uns diesen Data Frame eben zur Verfügung stellt. Und noch ein paar Libraries, die wir zusätzlich brauchen wollen. Ich muss jetzt hier noch ganz kurz eine kleine Konfiguration setzen. Die ist einfach dazu da, dass die Plots direkt angezeigt werden und nicht in eine Extra-Seite kommen. Genau. Und nachdem wir jetzt das Laden der Bibliotheken durchgeführt haben und die Konfiguration abgeschlossen haben, können wir jetzt das CSV-Datei endlich in diesen Data Frame laden. Wir nennen das mal Cancer Data Frame. Und genau, dann drücken wir gleich. Und jetzt benutzen wir eine der Bibliotheken. Diese Bibliothek nennt sich Pandas, das haben wir mit PD abgekürzt. Und jetzt geben wir einfach Read CSV ein und mit einer Klammer. Und dann müssen wir einfach den Pfad eingeben zu dem File in unserem Google Drive. Genau. Und jetzt versuchen wir das mal auszuführen. Genau. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir haben. Wir tippen jetzt einfach wieder Cancer DF ein für Cancer Data Frame, und Google Colab Book bietet uns jetzt schon die Möglichkeiten an, und wir schauen uns jetzt einfach die Kopfzeile an mit Head in Klammern. Genau, und da sehen wir jetzt, dass das genau die Excel-Datei ist, die wir vorher hatten, nur diesmal in diesem Colab Book. Was wir hier auch sehen können, ist, dass wir hier eine zusätzliche Zeile haben. Das sind einfach diese Indexe, dieses 1, 2, 3, das stört einfach. Und das wollen wir jetzt erstmal wegkriegen. Und dafür tippen wir jetzt einfach Cancer Data Frame gleich. Und jetzt erstellen wir ein Data Frame ohne das Ding mit Cancer Data Frame Drop. Und dann müssen wir einfach sagen, welche Column wir droppen wollen. Und in dem Fall heißt es annehmen Doppelpunkt 0.
Genau, und jetzt kann man das auch wieder ausführen und jetzt ist diese eine Zeile auch fertig. Das kann man auch oben jetzt nochmal sehen, indem man die andere Zeile wieder ausführt, dieses Head wieder. Und man sieht, man hat jetzt diese eine Zeile verloren. Jetzt können wir weitermachen, indem wir uns einfach nochmal die Datentypen anschauen. Genau. Und dort sehen wir, dass wir praktisch erstmal alle Columns haben und dass die eben als Zahlen erkannt worden sind, was sehr wichtig ist. Das sollte man auf alle Fälle immer überprüfen. Als nächstes schauen wir uns einfach mal ganz kurz eine statistische Beschreibung an. Dafür tippen wir einfach cancel dataframe.describe an in die nächste Zeile. Ich muss es jetzt noch tippen. Moment. Genau. Und jetzt wieder ausführen. Und jetzt sehen wir eigentlich ein paar grundlegende statistische Auswertungen, Standardabweichung, genau, Das Ding ist aber ein Perzentile bisschen und schnell. so weiter. Das Tolle ist, dadurch, dass wir die Daten jetzt sauber haben, können wir ganz viele statistische Auswertungen relativ einfach machen. Und jetzt machen wir unseren ersten Plot, Fabian. Das geht jetzt super easy. Wir müssen jetzt eigentlich nur Cancel Data Frame tippen. Jetzt sagen wir, welche Column wir eigentlich darstellen wollen. Dazu habe ich jetzt zum Beispiel den Mean Radius rausgesucht. Eckige Klammer zu. Eckige Klammern nimmt man immer, um Columns zu selektieren. Punkt. Plot und dann sage ich einfach noch Hist. Ich will ein Histogramm. Ich sage bin gleich 20. Ich will 20 Säulen haben und dann sage ich noch eine Größe dieses Plotus. In dem Fall Fix Size ist 12,6. Das habe ich vorher schon mal ausprobiert. Das funktioniert ganz gut. Aber eigentlich wollen wir ja kein Histogramm machen. Eigentlich wollen wir ja was Cooleres machen. Ja, wir wollen diese Korrelationsmatrix machen. Genau, Aber richtig. das Histogramm ist schon ziemlich cool. Also so schnell habe ich noch nie Histogramme Genau, und gemacht. jetzt zeige ich dir, dass man das Ganze in drei Zeilen hinkriegt. Fangen wir mal an. Erstens brauchen wir diese Korrelationsmatrix. Also wenn du das in 3 Zeilen hinkriegst, dann gebe ich dir ein Bier aus. Okay. Ich komme drauf zurück. Jetzt fangen wir mal an zu tippen. Und zwar erst brauchen wir die Korrelationsmatrix. Dazu tippe ich hier Cor ein für Korrelationsmatrix gleich. Jetzt sage ich Cancel Data Frame, weil wir wollen die Korrelation für den Cancel Data Frame haben. Punkt. Und jetzt schreibe ich einfach Cor rein mit Cor und die Klammer auf, Klammer zu. Das ist jetzt eine Funktion, die gibt es schon. Und jetzt lasse ich das erstmal und gehe in die nächste Zeile. So, in der nächsten Zeile schreibe ich jetzt PLT für Plot. Und jetzt setze ich eine Konfiguration für diesen Plot. Punkt, Figure, Klammer auf, Fix Size. Und jetzt muss ich jetzt angeben, wie groß dieser Plot sein soll. Ich habe das auch vorher schon mal ausprobiert. Ich habe hier 30, 15 notiert gehabt. Sollte eigentlich gut funktionieren. Genau. Und jetzt schreibe ich in die nächste Zeile, und das ist unsere dritte Zeile, SNS. Punkt. SNS ist eine Library Seaborn, die für uns eben ganz viele tolle Plots zur Verfügung stellt. Heatmap, Klammer auf, Call für die Korrelationsmatrix, die braucht dieser Plot nämlich. Und dann setze ich noch ein Flag, dass die Zahlen auch in diesem Plot angezeigt werden. Deswegen schreibe ich jetzt Annot gleich true, für Annotation gleich true, Klammer zu. So, und jetzt sollten wir das auch wieder ausführen können. Und ich hoffe, es gibt keinen Fehler. Sportspielspannung. Ah, wunderbar. Boah, das ist ja wow. Und wie man hier sehen kann. Weißt du, wie lange ich daran gearbeitet habe? Und weißt du, ich bin erst oben, obere Viertel habe ich erst. Das ist ja krass. Genau, 3 Zeilen. Und das war's eigentlich. Testweise kannst du jetzt ganz kurz dieses Anot True, kann ich das mal rausnehmen. Ich
lösche hier jetzt gerade dieses Are Not True wieder raus und führe das Ganze jetzt nochmal aus. Und wie man sehen kann, kriegt man jetzt die Heatmap ohne die Zahlen. Allerdings finde ich, das ist Geschmackssache. Also das kannst du dir nachher auch aussuchen, Fabian. Muss ich meinen Chef fragen. Wie du es gerne haben willst. Ich bin begeistert. Okay, ich zeige dir jetzt noch einen coolen Plot. Allerdings, damit es jetzt nicht zu groß wird und wir zu lange warten müssen, will ich das jetzt selektieren auf die Durchschnittswerte, also alle Columns, die wo Mean steht. Ja? Dafür lasse ich mir jetzt erstmal alle Columns anzeigen, die es in diesem Dataframe gibt. Dafür schreibe ich einfach List, Klammer auf, Cancer Dataframe. Genau. Und jetzt sehe ich hier eine Liste mit allen Columns, die es gibt. So, und jetzt kopiere ich hier einfach markiere ich mit der Maus alle Teile, die Mean bedeuten, also Mean Radius, Mean Texture und so weiter, und kopiere die in die Zeile unten drunter. Ich schreibe jetzt Mean Data Frame, habe ich schon geschrieben, gleich Cancer Data Frame, und jetzt mache ich wieder eine Selektion. Dafür mache ich zwei eckige Klammern. Genau, und jetzt kopiere ich einfach die Columns raus, die ich jetzt zusätzlich analysieren will. Genau, jetzt suche ich hier diese Dataframes raus und einfach Copy-Paste, werden die jetzt runtergemacht. Jetzt nehme ich noch die letzte Zeile, weil das sind die eigentlichen Targets. Also das zeigt mir ja, ob das jetzt ein bösartiger oder gutartiger Tumor ist. Das, was du halt in deiner Excel-Tabelle rot markiert hattest. So, und jetzt ist es praktisch meine Selektion. Jetzt drücke ich wieder Play und jetzt habe ich einen kleineren Dataframe aus dem größeren Dataframe erstellt. Und jetzt probieren wir noch einen letzten Plot aus, und zwar nehmen wir jetzt wieder Seaborn, also schreibe ich wieder SNS.setTheme, Klammer auf, Style, in Anführungszeichen Ticks, Anführungszeichen, Klammer zu. Das ist einfach eine Konfiguration, die mir die Farben vorgibt und auch wie das alles aussieht. Und jetzt werde ich ein Pairplot durchführen. Dafür schreibe ich sns.pairplot. Dann nehme ich meinen neuen Dataframe, Mean Dataframe, Komma, Hue, H-U-E, gleich, in Anführungszeichen Target, Klammer zu. So, und jetzt führe ich das Ganze aus. Da kann jetzt ja nichts Tolles bei rauskommen, bei dem, das sind ja bloß in zwei Zeilen, oder? Ja, das probieren wir mal aus. Also man sieht schon, es geht länger, und das kommt einfach daher, dass der Computer jetzt ganz viele Plots für uns erstellt, ja. Und das ist auch die Stärke, wenn man das programmatisch macht. Wenn man das händisch macht, muss man da alles rumklicken, selber auswählen, wie alles geht. Aber wenn man ein Programm benutzt, ist das wirklich einfach nur eine Befehlzeile, und ich hoffe, die kommt jetzt bald. Das hat ja schon einen Vorteil, wenn man dann in der Zahl ändert, wenn man doch was anderes gemessen hat, dann muss man das nicht alles nochmal von Hand machen. Da kann man einfach das nochmal ausführen. Und das ist auch eine andere Stärke dieses Colab-Books. Wir können einfach neue Daten reinladen und alles wieder von vorne durchlaufen lassen. Die Anpassungen, die man dafür braucht, sind relativ gering. Und what? Was wir hier sehen, ist eigentlich ganz interessant. Also in der Mitte sieht man immer einen Plot für eine Variable, wo man die Verteilung für diese Variable von dem gutartigen zu bösartigen Tumor ist. Bösartig ist blau, gutartig ist orange. Und dann sehen wir praktisch auf der X- und Y-Achse jeweils aufgezeichnet jede Variable mit jeder anderen Variable. Deswegen hat das so lange gedauert. Und wir sehen eingefärbt die bösartigen und die gutartigen Tumoren. Und wie man sehen kann, oder was man in diesem Plot sehen kann, ist erstens, dass die beiden Gruppen sich sehr schön trennen. Also wir sehen immer getrennte Wolken bei den meisten Variablen.
Kombination, aber für manche Variablen sehen wir auch eine Linie. Eine Linie, die unten orange ist und oben blau. Und das sind immer sehr stark linear korrelierte Variablen. Das heißt, die erzählen uns auch was. Und ich erzähle dir auch gleich noch, wie wir jetzt nämlich noch einen Schritt weiter gehen können, weil wir wollen jetzt diese Daten nehmen und dann mit Machine Learning Techniken Vorhersagen basierend auf einfachen Messungen, die wir bei unseren Patientinnen durchführen kann, ob sie jetzt eher einen gutartigen Verlauf haben oder ob das jetzt ein bösartiger Tumor ist. Ich find das der Hammer. Also mit dem ganzen Zeug, was du mir gezeigt hast, da kann mir der Doktorand mit seinem Surfbrett den Buckel runterrutschen. Das ist ja der Hammer. Also vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht und ihr konntet etwas lernen über Auswertung von Daten mit Jupyter und auch eine Machine Learning Technik. Falls ihr Interesse habt an Machine Learning, Medizininformatik, Datenmanagement, Data Engineering im medizinischen Kontext, könnt ihr auch gerne subscriben. Ihr könnt euch auch die anderen Videos anschauen, die es schon auf dem Kanal gibt.